Und hier sind wir bei unserer Sonderausgabe von den neuen WWE 2K18. Wir machen ein Elimination Chamber Match, weil wir den neuen Ring begutachten wollen. Ja, mit der guten Kindersicherung. Und hier kommt schon der Erste, der Champion. Wer wird wohl dieses Monster sein? Ja, da kommt er, Brock Lesnar. Ja, der es ja wieder geschafft hat, seinen Titel zu verteidigen und der ja wieder das Glück hat und nicht bei TLC antreten muss. Haben wir wenigstens hier in unserer Sonderausgabe heute. Ja, und es geht sogar um den Titel. Es geht um den Titel. Hier hält er ihn nochmal hoch. Was auf jeden Fall neu ist bei den Elimination Chamber ist, dass die Leute reinkommen. Ja, der Einzug ist neu und oh, guck mal. Und die Arena ist neu. Schon verlässt den Tier, kriege ich wieder. Hol ich mir dann ab. Genau, der Käfig ist komplett vergrößert worden. Die Eingänge, also wo die Superstars reingehen, sind jetzt auch viereckig. Die sind nicht mehr so halbrund. Und man sieht jetzt auch, wie die Superstars reingehen, was ich auch sehr gut finde. Und sie haben Matten ausgelegt mit so hart. Genau. Das gab es ja in dem letzten Elimination Chamber, haben die das ja so eingebaut mit der Sicherung. Und ja, hier kommt ein Mann, den wir... Und hier sind wir bei unserer Sonderausgabe von den neuen WWE 2K18. Wir machen ein Elimination Chamber Match, weil wir den neuen Ring begutachten wollen. Ja, mit der guten Kindersicherung. Und hier kommt schon der Erste, der Champion. Wer wird wohl dieses Monster sein? Und hier sind wir bei unserer Sonderausgabe von den neuen WWE 2K18. Wir machen ein Elimination Chamber Match, weil wir den neuen Ring begutachten wollen. Ja, mit der guten Kindersicherung. Und hier kommt schon der Erste, der Champion. Wer wird wohl dieses Monster sein? Ja, da kommt er, Brock Lesnar. Ja, der es ja wieder geschafft hat, seinen Titel zu verteidigen und der ja wieder das Glück hat und nicht bei TLC antreten muss. Haben wir wenigstens hier in unserer Sonderausgabe heute. Ja, und es geht sogar um den Titel. Es geht um den Titel.
Hier hält er ihn nochmal hoch. Was auf jeden Fall neu ist bei den Elimination Chamber ist, dass die Leute reinkommen. Ja, der Einzug ist neu und... Oh, guck mal. Und die Arena ist neu. Also, verlass den Tier. Krieg ich wieder. Hol ich mir dann ab. Genau, der Käfig ist komplett vergrößert worden. Die Eingänge, also wo die Superstars reingehen, sind jetzt auch viereckig. Die sind nicht mehr so halbrund. Und man sieht jetzt auch, wie die Superstars reingehen, weil ich auch sehr gut finde. Und sie haben Matten ausgelegt mit so hart. Genau. Das gab es ja in dem letzten Elimination Chamber, haben die das ja so eingebaut mit der Sicherung. Und ja, hier kommt ein Mann, den wir nie wiedersehen werden. Nur noch in Filmen. Wie The Guardian of Galaxy. Ja. Bautista. Der gute Bautista, wie er beim Film immer heißt, der Filmspiel immer da Bautista. Er baut immer. Bob der Bautista Meister. Ja, Bautista. Das ist eine Sonderzugabe von WWE 2K18, den gibt es dazu, wenn man... Ach, ja, wenn man der hat auch die Lich Edition. Also die Lich Edition, oder man hat diese John Cena Edition, die große Box, da gibt es den auch dazu. Da gibt es den auch für Supercards. Ja. Oh, die jetzt... Okay. Und jetzt kommt unser erster Mann, der im Ring stehen wird. Wer spielt im Weg? Ich weiß es gar nicht mehr. The Power Mr. X muss zuerst dran. Ja, der erste könnte bei euch der letzte sein. Ja, Roman Reigns, The Powerhouse. Nachdem er eine Niederlage beim Leitermatch bei TSA hinter sich hat, muss er nun in den Käfig. Und bekommt jetzt gleich auch noch die Chance auf den Titel. Ja, so sieht der Ring jetzt aus. Sehr schön. Guckt er sich schon mal an. Hm, da gehe ich mal rein. Was? Das ist die große Frage, wer wird zuerst verprügelt? Naja, wer wird zuerst verprügelt? Logischerweise die zuerst reinkommt. Das hat man ja jetzt nicht gesehen bei unseren Anspannen. Die wir Leute sehen, wissen ja gerade nicht, wer alles reinkommt. Naja, doch. Wir haben doch gesehen, wer jetzt reinkommt. Und der, der jetzt im Ring steht, ist der Erste. Wir sind gleich reingestottert. Bei den Aufnahmen. Ach so. Ja, das aber... Für Zuschauer jetzt eine Überraschung. Ach so, meinst du das jetzt? Okay. Okay, ich dachte, ich meine... Ja. Nee, ist ruhig. Yeah, ist kein geringerer als der Gold... Kurt Angle! Als der Goldmedaillengewinner und Raw Manager. Was hat der für Zähne? Ja, der... Rote Zähne. So Mundschutz sind, oder? Ich weiß nicht. Aber das ist die aktuelle Version von ihm. Es gibt noch eine zweite Version, wo er Haare hat. Auf dem Kopf, versteht sich. Und rote Zähne. Auf dem Mundschutz. Okay, cool. Das ist auch schon Mundschutz. So was muss auch Shinsuke Nakamura machen. Bloß halt, dass hier ECW draufsteht. Ja. Kurt Angle ist halt immer noch in einer Zeitschleife, denn er weiß immer noch nicht, dass die ECW bereits schon weg ist und denkt sich immer noch so, hey ECW, yeah. Das könnte ich doch als Andenken machen. Das Schöne ist, wenn der... Ich würde ja feiern, wenn er wirklich wieder mal in den Ring gehen sollte, kämpfen sollte. Dann hat er genau das Ding im Mund, ECW. Kurt Angle und Brock Lesnar haben ja auch schon Auseinandersetzungen gehabt bei WrestleMania. Ja, und nun trifft Roman Reigns auf Kurt Angle. Wir sind gespannt. Kurt Angle ist auch angespannt, wie er guckt. Und damit geht es los. Und sehr schön. Okay. Ja, es geht aber relativ schnell. Also ich sag mal, in ein paar Minuten oder eine Minute geht es gleich los, da kommst du in der nächste rein. Die Frage wird halt sein, wer kommt als nächstes rein? Das ist nämlich auch neu. Auch ein sehr ich hoffe, dass es diesmal funktioniert und dass wir das so ein scheiß Vorführeffekt mäßig das nicht klappt. Ja. Aber normalerweise kommen sie jetzt random rein, nicht wie früher. Na, eine Neuerung gibt es trotzdem. Die es so nicht gab. So, Roman Reigns bereitet sich vor.
Kurt Angle fällt hin. Ja, Kurt Angle ist auch nicht mehr der Jüngste. Man sieht schon, er ist schon ziemlich an. Oh, jetzt gibt's einen Konter. Okay. Das hat Kurt Angle gehört, dass er nicht mehr so der Jüngste ist. Und jetzt geht's los. Gibt's eine Schelle. Eine Schelle gegen Roman Reigns. Und da ist schon die erste Anzeige. Genau. 5, 4, 3, 2, 1. Und wer ist ja, und das ist jetzt auch neu, wir werden mit Licht bestrahlt, also das ist jetzt so wie im Original. Und da kommt The Beast. Ach du Scheiße. The Beast kommt als erster rein, Brock Lesnar. Warum muss ich rein? Tja, weil du rein musst, du musst rein. Und schmeißt Kurt Angle runter. Ja, toll. Klar, mach doch gleich Zusammenarbeit gegen Kurt Angle. Handicap-Match. Roman Reigns gathering attention. Oh, sehr schön. Oh, jetzt geht's alles. Ja, Kurt Angle geht ab. Ja, er ist doch noch fit. Er hat bestimmt heimlich trainiert. Oh, Roman Reigns! Ist durch die Seile gebackt. Roman Reigns ist hängen geblieben. Aber was macht. Okay, Roman Reigns will jetzt mit Kurt Angle wieder rumknutschen. Natürlich nicht so schön. Hey! Oh, es geht ja wieder auf mich. Get ready! Look at Roman Reigns here. So, und da kommt auch schon der nächste Superstar. Wer wird es sein? Es ist kein geringerer als... Oh, okay. Es ist Arkham. Okay, das ist eine Neuerung. Diesmal war es wirklich Zufall. Ich hätte jetzt gedacht, Batista kommt rein. Oh, Brock Lesnar natürlich. Da denkst du so, hey, den Typen mach ich kaputt. Das ist doch ja leicht. Das Spiel für mich, wenn man bedenkt, dass das eine KI ist. Also musst du aufpassen, dann machen fertig. Sonst wäre es traurig. Und die zwei großen Superstars sind natürlich noch im Käfig, bevor die aufeinander treffen dürfen. Ich hab doch gedrückt, warum macht er das denn da? Das verstehe ich nicht. Anscheinend, ich habe jetzt gerade nicht richtig aufgepasst, deswegen kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Er will Golem zu mir. Er will zu. Wieso? Nimmst du das dazu? Ja, nimm. Ah, guck mal, die KI prügelt sich. KI prügelt sich. Oh, was? Oh, mein. Okay. Ich dachte jetzt wirklich, oh mein Gott, Moment. Ey, der Brock Lesnar will ich mit dem Ringrichter rum. Sorry, mein Bruder. Ist alles klar. So, jetzt sind wir gespannt. Wer kommt als nächstes rein? Es ist Dave Bautista. Der Bautista. Yeah. Und die Fans rasten aus. Bautista, Bautista. Undertaker, ich will dich ficken. Okay. Ich will dich. Oh ja, die Kinder sind schon ums Matten. So, ich verarsche den Undertaker jetzt. Du musst noch warten. Ja, du bist der Letzte. Also, du hast Glück. Du bist da noch voll fit. Ich muss mich jetzt mit dem Enkel rumhauen. Will it be? Alter. Singer-Jump-Move von Kurt Angle. Theoretisch schon. Alle sind raus. Undertaker kommt rein. Hab ich schon gewonnen. Ist schon vorbei. Oh, schöner Big Boot. Dankeschön. Und jetzt kommt natürlich der Deadman. Wer das ab? Huso. Alter, nein. Schelle von Kurt Angle, jetzt geht's los, ja, der Typ. Ja, der Typ will es wissen. Anscheinend kann ja jeder den Zaun hochklettern, das Dach hochklettern, ne? Der fährt ja schon wieder ab! Mann, was ist mit dem los? Er ist gemeingefleisch, dieser Angle. Ja. Sehr gut. Kurt Angle kann gerade nichts machen, es war unfair, aber hey, was soll's. Wow. Oh man, schönes Cover. Oh man, I don't know who to root for. He's got him on his heels and shows no signs of letting up. Okay, Undertaker bearbeitet jetzt Brock Lesnar. Und Batista springt und Kurt Angle weicht aus. Rollt sich weg, na toll. Oh, was war das denn bitte schon für ein Cover? Bei kurz vor 3. Ich weiß gar nicht, ob man kann das nicht. Und Kurt Angle. Ah, jetzt. Der rammt den noch um. Warum rammt er den noch um? Der mäht den einfach weg. Alter, der Akkam ist aber schön ziehen.
Das wird das Spiel schon. Machst du nur, dass du das, was danach eine Aktion machst? Einfach nur X und Viereck. Nichts weiter. Wo ging das für uns, ne? Ah, left right, ne? Oh, jetzt. Alter, er hat gekontert. So, hier, zack, schon Enkel. Und tschüss. The Undertaker is not someone to sleep on. Ain't no stopping him now. Batista! Batista! Alle rufen sie Batista und Spinebuster von Batista mit einem Cover hinterher. Und was? Was macht denn Brock Lesnar, bitte schön? Gott mir! Rache für WrestleMania! Kannst du dich mal mit einem Undertaker anlegen? Ja, genau. Kannst du dich mal mit einem Undertaker anlegen? Ja, super. Ja, klar. WrestleMania-Moment. Unvergesslicher Moment. Ja, aber. Was? Was macht der? Achso. Und damit ist Akam raus. Akam ist raus. Jawohl. Roman Reigns is absolutely on fire right now. Nein! Ja, ja! Und Batista jetzt gegen Undertaker! Und jawohl! Sehr schön! Und das Cover von Brock Lesnar. One, two. Ah, Kurt Angle kommt immer noch raus. Roman Reigns kann sich ausruhen. Die Leute rasten aus, ey, die rasten aus, rufen alle Batista. Kannst du doch hochklettern? Ja, ich hab's so gemerkt, das kann ohne jeder. Das kann man bestimmt wieder so eingeben, dass du hier die Superstars denen das anpassen kannst. One, two, Alter. Sehr schön. Das Ding wurde immer größer, weißt du. Yeah, schaff ich. Boah. Alter, wie krass. So, probieren wir's mal. Just for fun. Und. Ja, sehr schön. Und Roman Reigns, the powerhouse in action. Ich wollte dich mit reinwerfen, aber das ist nicht geklappt. Und! Jawohl! Double! Sehr schön! Danke, Kurt Angle! Das hast du gut gemacht! Bam! Oh, ich bin schwach. Oh, ich muss nicht ausgehen. Oh, da kommt er wieder raus. And Roman Reigns knows how to play mind games as good as anybody. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big damage. Englisch scheren. Und oh, schöner Konter von Undertaker. Nicely done. Oh, und Tombstone Falldriver von der Undertaker gegen Batista. Oh, 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 oh. And will this be it? Ja, denn ja, weil, oh, da kommt er noch mal raus, der gute Batista. Alter, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Alle fallen um, der Ringrichter fällt um, alle kippen so aus dem Latschen. Kurt Angle ist der Einzige, der noch normal. Wenn wir denken, Kurt Angle ist die KI, ne? Also, der ist der Längste, der hier drin ist. Mit. Schluss gewinnt die KI. Aber wenn er jetzt schon ziemlich kaputt ist. Eigentlich. Ja. Schön hier Knie abschlagen. Das war's jetzt für Kurt Angle. Jawohl! Spinebuster und Cover! One! Nein! Was? What the fuck? Okay, kein Cover, aber wir versuchen es noch einmal. Und Kurt Angle ist raus! Kurt Angle ist raus! Und nein! Der Undertaker hat es geschafft! Der Undertaker hat es geschafft, das kann nicht wahr sein. Komm, ich geh mit raus. Der hat es wieder. Ich geh mit raus. Ja, also wie ich gestern. Alter, was macht denn ihr? Mal gucken, passiert da was? Mal gucken. Nee, passiert nichts. Gut. Hallo? Batista, schlag zu, Junge. Schlag zu, Junge! Du musst schlagen! Batista going to work now. Takes him down hard. Alle bitte Rückenschmerzen. Nein! Nein! Oh nein, nein, er will ein Spear machen. Er will ein Spear machen. Oh nein, er will einen Chokeslam oder.
Oh, der Ringrichter geht down. Oh, zum Glück. Der Ringrichter geht down. Ja, zum Glück. Ja, ich konnte... Nein, ich konnte ihn kontern. Und der Ringrichter ist down. Nein, leck mich. Leck mich, scheiße. Nein, Ringrichter, steh. Ja, leck mich doch, scheiße. Ringrichter, du musst aufstehen. Ringrichter, hier, guck mal, hier, Ringrichter. Ringrichter. Oh, ich hab den Spear gekontert. Ja, los. Game over, Reigns, baby, das war dein Fehler. Bam. Oh, ich hab ihn gedrückt. Los, mein Buster. Hey, ich hab zuerst gemacht, du Penner. Nein. Nein, Alter, die haben beide ihren Finisher. Die haben Stunt. Die haben beide ihren Finisher gemacht. Kleiner war. Ja, klein nochmal, ne? Rache, Rache für TLC. Ja! Hey, Shinzi, machst du mal was? Nein! Nein! Rory ist noch da. Ich ruhe mich erstmal aus. Macht ihr euer Zeug. Alter, Undertaker. Ach, guck mal, da raus geht der Undertaker. Ja, es war ein geschlagener Taker. Ja, theoretisch könntest du schon. Ja, ich sehe schon. Also das Problem hatten wir gestern auch. Da konnte er auch nichts mehr machen, obwohl er eigentlich hätte kontern können. Signature Move! Ja, schöner Konter! Und Spear! Wow! Alter! Und da kommt er wieder! Da kommt er wieder raus, der Brock Lesnar! Was jetzt los? Nein, lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Es war ein Match zwischen uns. Lass mich! Ah, oh, Scheiße. Warum nicht? Nein, 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 Hilfe! Alter! Der Hecht! Der Hechtsprung! Der kam Brock Lesnar, der Hecht da. Ich hechte, hechte. Roman Reigns is absolutely on fire right now. Muss aufstehen. Ja, kickst du mich zuerst um. Oh, er kickst du mich dann auch noch um. Alter, jetzt werden ja alle umgekickt, weißt du? Roman Reigns, einfach Motherfucker. Oh, Alter, als dritter will ich einfach. Oh, ja, sehr gut. Sinnlos. Komm, bei dir ist er fertig. Alter, ich kann nicht, ich werde hinfallen. Ja, werde, genau, nein! Ist doch chill, hallo. Ja, legt euch hin. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. He lands the strike with great accuracy. Warum? Weil du auf mich gegangen bist. Ich wollte mich ausruhen. Ich lasse das immer entscheiden, wer hier kämpft. Ich lasse immer gucken, wer besser ist. Und dann erst. Sag, wie wäre ja dann wie Ending? Ja, oh, ein Spear, kleiner Feind. Was? Geil. Alter. Oh mein Gott, er ist von alleine rausgekommen. Ist von alleine rausgekommen. Ey! Ich brauch den noch gegen Batista. Ich brauch den. Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Zu spät. Oh, Alter! Ach, ey, fertig! Brock Lesnar! Brock Lesnar, ich will gegen den Besten antreten! Ich will gegen den Besten! Die Frage ist halt dann nur, wer ist es? Roman Reigns oder Brock Lesnar? Brock Lesnar, ja! Yeah. Nein, nein, ich greife nicht an. Nein, nein, ich bin anständig. Ich lass. Ich push mich nur ein bisschen. Hey! Ja, Superman Punch, ich muss weg, ich muss weg. Superman Punch, ich muss weg. Jo, was war das denn? Das war doch nicht mal. Das war abgekackter Punch. Abgekackter Punch. Das war doch nicht mal. Hat er gezählt, aber. Ja, der hat gezählt, weil du hast einen Finisher. Ey, Quatsch, Roman Reigns hat... Was macht der denn?
Scheiße! Oh, geht er in die Seite? Nein, come on, fuck! Ja, sehr schön. Batista showing the WWE Universe his rage and emotion. Jetzt rufen sie alle Suplex City! Suplex City! That one misses big time. Better luck next time. Freunde Einroller. Roman Reigns, oh, Roman Reigns hat gleich beigegeben. Er will seinen Gegner ordentlich fertig machen. Oh, das war vielleicht jetzt ein Fit. Na, okay. Oh, Spear! Da gibt's nochmal ein Spear! Okay, da konnte er sich nochmal retten. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes Suplex City. Back to ring the bell now. This might be. Na gut, du hast das Single schon, deswegen rufen die alle Suplex City. Wenn ich ihn einsetzen kann, weil ich den ganzen am Boden liege. Ja, ja, kriegst noch die Chance. Oder auch nicht. Er hat Rücken. Oh, er hat schon wieder Rücken und liegt. Da kämpft ihr jedes Mal da oben. Oh Mann, wird aber jedes Mal wieder umgehauen. Brock Lesnar fällt und kann nichts mehr machen. Er kann nicht mehr kontern. Er ist komplett im Eimer. Vielleicht ist das jetzt die Chance für Lesnar, dass er sie nutzt. Nein, Superman Punch und ein. Nein, es hat nicht gereicht. Alter, Brock Lesnar kommt noch mal hoch. Aber Roman Reigns weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll. Kommt gerade einfach nur weg. Ja, ich sehe schon. Boah. Ja, Roman Reigns dominiert im Ring. Aha. Oh, jetzt will er es jetzt tun. Was will er jetzt machen? Er schlägt Lesnar und er haut ihn um. Okay, sieht doch gut aus. Sehr schöner Konter von Lesnar. Und das könnte jetzt die Chance sein, wenn er es perfekt timet, dass er vielleicht die Chance hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hey, was jetzt? Nein! Was? Alter, fick dich, Junge! Fick dich! Weißt du, fick dich! Scheiße, ich kann... Weißt du, ich will mich so übelst... Freuden-Moment, so übelst ausrasten und treffe noch nicht mal. Was ist nicht, Kamora Lock? Alter, da kommt der Kumura-Locke, Alter, what the fuck? Da kommt der Krieg ich Angstzustände. Ja? Weißt du, da bricht der Arsch den auch noch. Das bist du für ein Wichser. Tja, ja, du hast angefangen. Hast du noch Schiss zu verlieren? Komm, wir gehen auf Batista. Jetzt gehe ich auf Batista. Nee, er hat sich ja vor uns noch eingemischt. Das war wegen dem Kumura-Lock jetzt. Der ist noch am fittesten. Alles gut. So. Ich ruhe mich auf. Oh nein, das war verdrückt. Viel Spaß, Batista. Wo bist du hin? Lass mich raus. Hey, lass mich raus. Ja! Moment, falsch in your ass. Leck mich. Nein. Oh, The Beast ist im Ring ganz alleine. Und was macht man? Oh! Jetzt wird The Beast aber sauer. Er will einen Gegner haben. Den Gegner will. Oh! Alter, du ärgerst. Du tust gerade mit dem Spiel. So wie. Nein. Alter, Lesnar wird gerade hingestellt, so wie so ein kleines Kind. Ich kann dich verarschen. Oh Mann, das ist so mies. Der Ringrichter schläft. Warte mal, ich helfe dir mal bitte. Achso, jetzt hast du. Okay, so kann man auch helfen, stimmt. Das ist schon schön.
Superman Punch! Yeah! Warte, warte, der Ringrichter steht auf. Oh Mann! Der Ringrichter wollte gerade aufstehen. Jetzt ist er bin. Warte, gleich geht's los. Gleich geht's los. Warte, warte, gleich. Halt, halt. Na, der kommt doch wieder raus. Der kommt da raus. Mensch, Ringrichter, du kannst aber ja nichts. Ja, Big Boot in your face, Junge. Mann, Mann, Mann. So, jetzt will ich es beenden. Ja, Mike, oh shit. Oh, jetzt ist es vorbei. Ringrichter, steh auf, schnell! Ringrichter, steh auf, los, Ringrichter, du musst aufstehen! Alter, was gerade alles allein muss. Ringrichter, du musst aufstehen, du musst dem helfen, hier, helft ihm! Alter, muss aufstehen. Wie geil! Ey, das ist so cool mit dem Ringrichter jetzt. Ich hab den so hochgehoben. Achso, ja, da musst du ihn erstmal ziehen. Ey, in der Zeit... Willst du wirklich gegen Roman Reigns kämpfen? Bist du dir sicher? The intensity of this match, we got a couple. Oh nein! Alter! Nein! Doch! Nein, du bist raus, du bist raus. Ich hab Scheiße, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Ah, oh, ich bin raus. Broken, das ist ey, Lesnar. Viel Spaß. Hast du mitgemacht? Hast du mitgemacht? Warum schiebst du mich hier weg? Alter! Was war das denn? Was war das denn? Batista gegen Roman Reigns. Na, was für ein Match. The Match of the Year. Alter, oh, und er sagt der Batista. Not even close. Jeez, ja, aber he is a one man gang in there. Spinebuster von Batista. Batista showing the WWE universe his rage and emotion. Look at this. He's going back to an old friend with that one. He knows he's in trouble. Wow, I thought he was a goner. Oh, und Superman Punch. Alter, der macht das mal nach der Drehung kleiner. Cool. Das gefällt mir. Finde ich gut, was er jetzt kannst wirklich du kaum so... Abwehren, ist wie von Seth Rollins, der neue Finisher. Macht, ach so. Okay. Ja, der macht das, Seth Rollins. Man muss halt bloß aufs Cover, also ja, Kreis drücken, damit es kaum... Alter, da... Batista sieht irgendwie verblutet aus. Mal gucken, wer hier gewinnt. Das erzähl ich mal. Jawohl, der Animal. Am fittesten. Und wir denken, ja gut, körperlich vielleicht. Ne? Oh, was war das? Cool. Ja. Ja, das wär's jetzt gewesen. Ne? Du hast dich mit dem Lesnar rumgetroschen, ewigen drei Tage. Dann, und dann gibst du einfach so. Ich glaube, der Roman Reigns kann der mehr gewinnen, oder? Kann er doch! Wer weiß das schon? Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all. Not after the look of this. Nee. Normalerweise schön, da macht er einen Spear dann, aber es hat jetzt nicht funktioniert. Oh boy, he is rolling. Batista turns it around. An impressive strike there. He's not getting up. You can't wait his chances right now. Wir müssen jetzt Enzo Amore haben, der tanzt dann vor dem Roman Reigns. Er hüpft dann übers rum. Spinebuster! Hättest du mit Pin machen können? Ich will es, aber ich will dir jetzt nicht. Brauchst du ja nur noch. Das ist ja unfassbar. Gleich los. Ist gleich vorbei. Ich seh nicht. Gleich vorbei. Ich bin gespannt. Roman Reigns wird gewinnen. Nee, da wird nicht gewinnen. Das ist nicht gescriptet. Das ist nicht gescriptet. Gescriptet? Scripties. Ach, scheiße, nicht schon mal schmieren. Ach, Mann, warum? Ich will den doch nur an die Seile werfen. So, hier, zack. Zack. Alter, der blutet noch nicht mal. Wie schön. Ja, das ist es ja. Das ist ja das Dumme an der Sache. Vor allem, ich bin am fittesten, weißt du, aber blutet zuerst als der. Nö, das weiß ich nicht. Ich wollte es einfach mal probiert. Ich wollte mal testen. Ich wollte mal testen. Aber was soll jetzt scheiß drauf resten? Nein! Okay, nein! Spiel! Das war's! Ja! Noch ein Spiel!
Okay, das ist geil. Schön, sag doch das. Spear aus der Lüfte. Spear aus der Lüfte. Der Luftspear von Reigns. Nein, nein, hallo, nein, Alter. Nein, oh Scheiße, das würde funktionieren. Nein! Na! Das kann ich ohne. Ja, das ging, wir haben das gestern dreimal probiert. Beim vierten Mal ging es dann komischerweise. Du musst perfekt. Ja, du wirfst hoch und dann müsste eigentlich da stehen. Genau das. Genau das müsste da stehen und dann. Und das ist vorbei. Da kann er mich nicht treffen. Oh oh. Reigns gewinnt! Ja, Mann! Ja, Mann! Schön! Selbst bei uns gewinnt Roman Reigns immer! Yeah! Oh, das war jetzt, das war jetzt ein schönes Ding. Oh ja, nochmal schön Replay, zack, zack. Falsche Titel. Nee, da hat beide eigentlich. Nee, da hat nicht beide. Ich hab vergessen, das Doppel zu stellen. Da kam mit dem Roten rein. Auch eingestellt, Doppel. Ach, verdammt. Ah ja, stimmt, beim Elimination Chamber war es ja immer so, dass der eigentlich den Gürtel schon im Körper getragen hat. Und nicht so hochgehalten. Ja, Roman Reigns, du hast es geschafft. Du hast wohl den nicht so guten Titel, aber... Ja, gut. Ja, das war doch schön. Ja, das war unser Sondermatch. Schreibt uns in die Kommentare, wenn wir öfters sowas machen sollten. Oder machen sollen. Ja. Ja. Und ich würde sagen, ja, wir würden uns jetzt verabschieden. Peace out. Wir sind raus. Ciao. Mit Bauch.